Das ist auch so krass mit dem Empfang hier. Schlechter Empfang, aber ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen erklären. Und zwar bin ich hier nicht an der A, aber direkt neben der A sozusagen. Aber sozusagen auch nicht, weil wenn ich jetzt den blauen Strich fahre, bin ich am Saalbach, heißt das, glaube ich, ne? Am Saalbach. Und hier sieht es katastrophal aus. Also wirklich, ich bin hier noch nicht gewesen. Wir sind in der Nähe von Kreuzberg, ne? Genau, Burg Kreuzberg, und ich bin jetzt in einem Seitental. Und ich muss mich immer wieder wundern und auch ein bisschen schämen, dass ich hier noch nicht war, weil hier ist wohl eine Flutwelle runtergeschossen, das Tal runtergekommen, hat hier die Häuser beschädigt und zerstört. Und dann ist die gleiche Welle wohl nochmal von der A in die andere Richtung gekommen. Das hier ist der besagte Saalbach. Und ja, man ist so ein bisschen schockiert. Und ich möchte jetzt einfach mal probieren, ein bisschen parallel zum Saalbach zu fahren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und da muss wohl noch eine Ortschaft kommen, die wohl auch betroffen ist. Und ihr seht, wie es hier überall aussieht. Das ist die reinste Katastrophe. Die Steffi übernimmt jetzt mal das Handy. Und wir nehmen euch einfach mal mit, um zu zeigen, was hier genau war. Also hier sieht man ja am Rand, wie hoch das Wasser hier durchgeschossen ist. Hier ist die Böschung abgeschwemmt. Hier ist die Böschung an der Straße abgeschwemmt. Hier ist die Straße weggeschwemmt. Also ich fahre das allererste Mal hier, ne? Wohlgemerkt. Hier ist die Straße weggeschwemmt. Ist das auch beschädigt hier rechts? Ich weiß nicht. Die haben vielleicht Glück gehabt hier rechts. Guck mal, hier links ist ein Erdrutsch. Hier geht es nach Kirchsaar. Den Namen habe ich schon gehört. Hier ist ein Erdrutsch passiert. Hier stehen ein paar Bienenstöcke. Hier ist wahrscheinlich ausgeschwemmt. Hier ist ein Riesenloch. Keine Ahnung. Da kann aber auch sein, dass da vorher eine Regole war. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kenne das hier nicht. Dran. Ich filme einfach mal hier raus, wie es hier aussieht. Also hier war alles beschädigt, aber hier sind schon viele Arbeiten erfolgt am Ufer, in der Uferböschung. Ja, vielleicht magst du weiter filmen. Ja, ich habe eben interessante Gespräche geführt und mich haben einige Leute angesprochen, haben sich auch bedankt wieder. Und wegen dir bin ich hier. Das ist so das, was ich am meisten höre. Steffi grinst auch. Und das ist einfach nur nett. Und ja, viele Helfer